Ich darf bei uns sehr herzlich begrüßen die beiden Fraktionsvorsitzenden der Fraktion Die Linke, Herrn Dr. Gregor Gysi und Herrn Oskar Lafontaine, mit weiteren Ämtern, die Ihnen natürlich alle bekannt sind, weil Sie schon so schmunzeln. Das Thema ist Ihnen auch bekannt. Es geht um die aktuelle Lage. Das wird Sie nicht besonders überraschen. Und Herr Lafontaine, Entschuldigung, hat das Wort. Ja, vielen Dank, meine sehr geehrten Damen und Herren. Zur aktuellen Lage möchten wir unsere Ausführungen zunächst konzentrieren, oder ich mich in meinem Beitrag konzentrieren, auf die wirtschaftliche und soziale Lage. Wir möchten darauf hinweisen, dass es eben bei der Beurteilung der Entwicklung zwei Dinge gibt, die man sehen muss. Einmal psychologische Erwartungshaltungen, die bekanntlich insbesondere gespeist werden aus den Bewegungen der Finanzmärkte, der Börsen. Wir müssen aber immer wieder darauf hinweisen, dass Finanzmärkte keine Gütermärkte sind und dass man in dem Moment, in dem man Finanzmärkte genauso einschätzt und behandelt wie Gütermärkte, zu gravierenden Fehleinschätzungen kommt. Die zweite Ebene ist die der Gütermärkte, man kann auch sagen, der harten wirtschaftlichen Fakten. Und die harten wirtschaftlichen Fakten stellen sich im Moment wie folgt dar. Wir haben derzeit in Deutschland eine sehr schwache Binnennachfrage, die sich daraus ergibt, dass wir, wie jüngst gemeldet worden ist, die Reallohnentwicklung der Arbeitnehmer seit vielen Jahren hinter dem gesamteuropäischen Trend zurückhängt, dass es sogar Reallohnverluste gab, die natürlich auch zu Rentenverlusten führen, um das mal einfach zu sagen. Wir haben derzeit Kurzarbeit in großem Umfang. Wir haben eben zu erwarten, dass die Arbeitslosigkeit ansteigt. Also von den Privathaushalten her, die der erste große Akteur der Wirtschaft sind, ergeben sich derzeit keine positiven Daten, die auf eine bessere wirtschaftliche Entwicklung schließen lassen. Die zweiten harten Daten sind die der Unternehmen. Die Unternehmen sind der zweite große Akteur, wenn es darum geht, die wirtschaftliche Entwicklung zu beurteilen. Wir haben auf breiter Front Unterauslastung der Kapazitäten. Das heißt, es ist nicht zu erwarten, dass derzeit von der Investitionsseite her von den Unternehmen stärkere Nachfrageimpulse kommen. Wenn die Situation so richtig ist, gibt es nur einen dritten Akteur, der handeln kann, weil er nicht privatwirtschaftlich denkt oder wie ein Privathaushalt denkt, sondern weil er eben gesamtwirtschaftlich denken soll. Das ist nun einmal der Staat, und der Staat kann an zwei Ebenen ansetzen. Einmal, er kann eben die private Nachfrage stärken, zum Zweiten eben durch öffentliche Entscheidungen die Konjunktur ankurbeln. Ich komme jetzt zu den öffentlichen Entscheidungen. Das Wichtigste, was noch immer ungelöst ist aus unserer Sicht heraus, ist die Stabilisierung des Bankensektors oder des Finanzsektors. Ich hatte vor einem Jahr zur Beurteilung der Krise darauf hingewiesen, dass Herr Tietmeier vor Jahren, als die Finanzkrise eben am Entstehen war, aber noch niemand ahnte, dass sie einmal sich so entwickeln würde, gesagt hat, mal an die Politik, sie stehen unter der Kontrolle der Finanzmärkte. Und der damalige Außenminister Fischer, auch ihn hatte ich immer wieder zitiert, sagte zu Kollegen, ihr glaubt wohl nicht, ihr könntet gegen die Finanzmärkte Politik machen. Ich werde nachher diese zwei Sätze wieder aufrufen. Zurzeit können wir nicht erkennen, dass irgendwo durchgreifende Regulierungen des Finanzsektors auf den Weg gebracht worden sind. Das ist die erste entscheidende Feststellung. In der Regel verweisen, das ist ja jetzt auch eine der ungezählten Ankündigungen, etwa der Boni-Regelung durch Deutschland und Frankreich, in der Regel verweisen die Akteure auf internationale Regelungen, die notwendig seien, um das Ganze in Ordnung zu bringen, und reden sich so in dem jeweiligen Nationalstaat heraus, warum sie überhaupt nichts zustande bringen. Wir können sagen, oder das kann jemand mir widersprechen, es ist keine nachhaltige, gravierende Regelung der Finanzmärkte irgendwo in Angriff genommen worden. Das heißt, das Geschäft läuft leider mit Steuergeldern weiter wie bisher. In der Bundesrepublik haben wir die Frage aufgeworfen, warum die Bundesregierung all die Deregulierungen, die sie selbst auf den Weg gebracht hat und die Vorgängerregierung nicht zurücknimmt. Das wäre die einfachste Entscheidung. Man würde jetzt hingehen und sagen, die Gesetze ABCD und die Verordnungen ABCD werden zurückgenommen. Sie liegen ja alle vor. Dabei geht es im Wesentlichen um die entscheidenden Merkmale, Hedgefondszulassung, Zulassung von Geschäften außerhalb der Bilanz, Zulassung des Kettenbriefhandels, der nach wie vor ungebrochen weitergeht, und Auslocken der Steueroasen. Wir haben immer wieder die Anträge in den Bundestag eingebracht, nichts geschieht, wird alles abgelehnt, obwohl das vorher, was ganz entscheidend ist, nationalstaatliche Deregulierungen waren. Der einfachste Weg, aber durchgreifend zum Ergebnis zu kommen, wäre eine staatliche Kontrolle des Bankensektors. Es ist nun mal in der Wirtschaftsgeschichte das erfolgreichste Modell gewesen der letzten Jahre, wie das Schweden auf den Weg gebracht hat damals, als wir in einer ähnlichen Krise waren. Nur mit dieser staatlichen Kontrolle des Bankensektors war es möglich, überhaupt einen Überblick zu bekommen, wie groß die Risikopapiere sind, wie groß die Defizite eigentlich sind, und dann die notwendige Regulierung verbindlich auf den Weg zu bringen.
Und für uns ist es erfreulich, aber damit sind die Dinge ja nicht nach vorne gebracht, dass Professor Sinn, einer der Säulenheiligen des Neoliberalismus, diese Forderung der Linken übernommen hat, obwohl er sagt, der Magen dreht sich ihm um, aber er müsse eben diese Forderung unterstützen, weil anders die Regulierung und die Veränderung der Finanzgeschäfte nicht auf den Weg gebracht werden kann. Wir bleiben also bei dieser Forderung und wenn das ideologisch überfrachtet ist, im Hinblick auf die Eigentümerstruktur, kann man ja auf das schwedische Modell verweisen. Wir können es ja dann später darüber streiten, was, wenn die Bankenwelt einmal wieder re-reguliert ist, geschehen kann. Aber das schwedische Modell war das erfolgreichste Modell. Wir bleiben bei dieser Forderung. Insofern sind auch die vorgelegten Gesetzesentwürfe, etwa von Herrn zu Guttenberg oder jetzt auch von Herrn Steinbrück und Frau Zypris, sind völlig unzureichend. Denn das Entscheidende wird nicht geleistet, dass nämlich tatsächlich eine durchgreifende Möglichkeit der öffentlichen Hand besteht, die Maßnahmen, die notwendig sind, auch durchzusetzen. Wir sehen das ja an dem Fall Commerzbank. Hier wurde also mit viel Steuergeldern eine Sanierung, wenn man so will, irgendwie zustande gebracht. Aber der Staat weigerte sich, obwohl er es dreifache oder vierfache des Wertes bezahlt hat, irgendwie Haftung zu übernehmen, die Steuergelder, wenn man so will, auch verantwortlich zu verwalten. Man überließ das der Commerzbank. Und hier zeigt sich die ganze Dramatik dieser Ideologie. Die Commerzbank leitet mit staatlichen Steuergeldern ausgestattet zur Steuerhinterziehung an. Das ist in allen Prospekten zu sehen. Steuergestaltung oder wie das dann vornehmerweise heißt in Steueroasen. Insofern können wir wieder dabei bleiben. Die Bundesregierung ist die Hehlerin der Steuerhinterziehung. Dies ist nun bewiesen und sie hat keinerlei Anstalten bisher getroffen, das Ganze zurückzunehmen. So kann man also sagen, dass der Sachverhalt, der durch Tietmeyer und durch Fischer beschrieben worden ist, dass er nach wie vor uneingeschränkt gegeben ist. Nach wie vor kontrollieren die Finanzmärkte die Politik. Und nach wie vor will niemand ernsthaft Politik gegen die Finanzmärkte machen. Jeder kann sich dann darüber Gedanken machen, warum das so ist, aber nach wie vor ist das der Fall. Und in Deutschland sieht man ja, dass selbst von der Wettbewerbsposition aus die Bundesregierung keinerlei Erkenntnisse hat. Wenn man also sagt, es gibt überall diese Maxime too big to fail, das heißt also, sobald ein Institut zu groß ist, dann könnte man auch zu dem Ergebnis kommen, zu sagen, ja bitte, dann wollen wir eben keine großen Institute. Aber was macht die Bundesregierung? Sie fördert die Bankenkonzentration. Das ist eigentlich irre. Sie will bei den Landesbanken statt eines Instituts, will sie also statt vieler Landesbanken ein großes Institut. Dann haben wir die zweite HRE, wenn das also schon vorher gemacht worden wäre. Und sie will beispielsweise bei Commerzbank und Dresdner Bank nicht jetzt eben so sagen, wir wollen eine Wettbewerbsstruktur haben im Bankenwesen. Nein, sie fördert die Konzentration. Sie handelt also gegen alle ihre Maxime. Und deshalb Strich darunter. Wir können sagen, die Gesetze, die bisher gemacht worden sind oder die ganze Steuerung, ist eindeutig zu verordnen. Die Finanzindustrie in Deutschland steuert, wenn man so will, die Politik. Wenn Sie zugespitzt hören wollen, im Grundgesetz steht, der Bundeskanzler formuliert die Richtlinien der Politik. Die Richtlinien der Politik in der Bewältigung der Krise der IKB, in der Bewältigung der Krise der HAE, in der Entscheidung der Bundesregierung bei der Commerzbank und so weiter, die Richtlinien dieser Politik hat Herr Ackermann letztendlich festgelegt. Insofern kann man auch sagen, Ackermann ist der deutsche Bundeskanzler in diesen Fragen. Und man kann sagen, die Einladung ins Kanzleramt war also nicht irgendein Zufall, sondern sie war im Grunde genommen berechtigt. Denn ein deutscher Bundeskanzler hat eigentlich Anspruch darauf, eben seinen Geburtstag dort zu feiern, wo das Gebäude ist, wo die Richtlinien der Politik bestimmt werden sollen. Das ist zugespitzt, aber es ist meine feste Überzeugung. Die Maxime Tietmeyers oder die Analyse Fischers, die gilt uneingeschränkt. Und wenn Sie sehen, dass das Gesetz zur Festlegung oder zur Verwaltung des Fonds von Freshfields gemacht worden ist, also wenn man so will, der Kanzlei der Banken überhaupt, kann man sagen, bei uns bestimmen die Banken, wie die Steuergelder eingesetzt werden, um die Bankenkrise zu bewältigen. Zweiter Punkt, Stabilisierung der Binnennachfrage. Da nicht zu erwarten ist, dass Lohnerhöhungen in großem Umfang in nächster Zeit stattfinden. Da nicht zu erwarten ist, dass andere privatwirtschaftliche Maßnahmen getroffen werden, um die Binnennachfrage zu stabilisieren, kann nur der Staat an diese Stelle treten. Und hier sind unsere Sofortmaßnahmen. Erstens Verlängerung des Arbeitslosengeldes. Auch hier dürfen wir also glücklich uns schätzen, dass jetzt einige Professoren, die neoliberal waren, jetzt diese Forderungen übernommen haben. Bisher wurde die Forderung ja als populistische Dummheit diffamiert. Jetzt hat der Vorsitzende der Wirtschaftsweisen, Herr Professor Franz, diese Forderung der Linken übernommen. Wir freuen uns darüber.
Wir sind der Meinung, es sei jetzt dringend geboten, das zu machen, damit nicht nach der Bundestagswahl viele Menschen nach Hartz IV oder Kurzarbeitergeld nach Kurzarbeitergeld und eben Arbeitslosengeld dann in Hartz IV kommen. Also Verlängerung des Arbeitslosengeldes ist unsere erste Forderung. Zweite Forderung ist natürlich Umgestaltung von Hartz IV. Hier haben wir jetzt einen Test vor in der nächsten Bundestagssitzung. Das Schonvermögen wird selbst von Herrn Westerwelle jetzt angesprochen vor der Wahl. Es soll erhöht werden. Wir haben einen Antrag vorbereitet. Wir werden also versuchen, eine namentliche Abstimmung durchzuführen, um noch einmal zu testen, wie ernst die anderen Parteien das überhaupt meinen. Der dritte Punkt, den ich nennen möchte, ist, dass der Mindestlohn in Gesamteuropa erhöht worden ist. Sie werden das heute der Presse entnommen haben. Und Sie werden auch gesehen haben, dass unsere Forderungen realistisch sind. Denn letztendlich beispielsweise sind wir in den meisten europäischen Staaten schon deutlich über 8 Euro. Sie nähern sich der 9-Euro-Grenze. Unsere Forderung also in der nächsten Legislaturperiode 10 Euro, die in Luxemburg praktisch schon erreicht sind, bei Fachkräften schon deutlich übertroffen sind, anzustreben, ist zwingend geboten, weil nur so die Entwürdigung der Arbeit in Deutschland behoben werden kann. Und dies möchte ich jetzt begründen. Wer unter dem Mindestlohn in Deutschland arbeitet, unter 10 Euro, ist deshalb in seiner Arbeit total entwürdigt, weil er ein Leben lang 45 Jahre arbeiten kann und einen Rentenanspruch hat, der unter der Grundsicherung liegt. Er arbeitet sich also in 45 Jahren nur einen Rentenanspruch, der genauso hoch ist wie der, der niemals gearbeitet ist. Ich habe noch nie eine Zertrümmerung des Leistungsgedankens in der Gesellschaft in Wirklichkeit erlebt in diesem Ausmaß. Arbeitnehmer, die Knochenarbeit leisten über Jahrzehnte, müssen am Ende des Arbeitslebens sagen, du kriegst genauso viel wie der, der nie gearbeitet hat. Dasselbe Muster bei der Arbeitslosigkeit. Nach einem Jahr ist jemand, der jahrzehntelang gearbeitet hat, genauso gestellt wie einer, der nie gearbeitet hat. Der Leistungsgedanke in der deutschen Wirklichkeit ist total zertrümmert worden. Deshalb sind das unsere Vorschläge, um die Wirtschaft anzukurbeln. Und ich würde jetzt bitten, dass der Kollege Gysi anschließt und das eine oder andere korrigiert, was ich falsch gesagt habe. Achso, einen Gedanken möchte ich nur sagen. Entschuldigung. Das ist aber nur, weil... Bitte? Ja, einen Gedanken möchte ich nur sagen. Wir werden die anderen Parteien eben neben also der Frage des Schonvermögens eben anschreiben und eben sie zu der verbindlichen Erklärung auffordern, dass der Sozialstaat nicht weiter abgebaut wird und keine Arbeitnehmerrechte weiter abgebaut werden, weil wir jetzt ja schon wieder die Meldungen haben, die Tatarenmeldungen haben, Wirtschaft fordert die Lockerung des Kündigungsschutzes und so weiter. Herr Dr. Gysi. Ja, einen schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Wir haben eine kleine Anfrage an die Bundesregierung gerichtet, wenn ich das mal ergänzen darf, hinsichtlich dieser britischen Kanzlei. Erstens wollen wir gerne wissen, wie viel Geld dorthin geflossen ist. Ich kann Ihnen jetzt schon sagen, dass die uns erzählen werden, dass sie uns das nicht sagen dürfen, weil vereinbart sei, es nicht sagen zu dürfen. Aber ich sage Ihnen dazu auch, es ist Geld der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler. Es ist schon interessant, dass die aber dann nicht wissen dürfen, wo es hinfließt. Und das Zweite, die Frage müssen wir ganz prinzipiell stellen. Fangen wir an, Regierungstätigkeit zu privatisieren. Wozu haben wir eigentlich so viele Beschäftigte im Bundeswirtschaftsministerium? Wir haben auch gefragt, wie viele Juristen dort tätig sind, kennen aber noch nicht und Juristinnen die Antwort. Würde mich interessieren, aber ich nehme an, das sind mehr als 100. Und die spannende Frage ist ja, wenn die keinen Gesetzentwurf schreiben können, was machen die dann da eigentlich? Also ich finde das wirklich ein Ding, dass wir hier eine britische Kanzlei beauftragen, Gesetzentwürfe zu erarbeiten, die dann der Bundestag diskutieren soll. Aber ich komme zunächst zum Wahlkampf. Wir stellen im Wahlkampf eine größer werdende, ja, ich kriege ja nicht alles auf einmal geregelt, hören Sie mal zu. Wenn das für Sie Wahlkampf ist, tut es mir leid, dann ist dieser Wahlkampf aber von Herrn zu und nach Gutenberg eingeleitet worden, nicht von mir. Ich habe diese Kanzlei nicht beauftragt. Also wir denken überhaupt nicht an Wahlkampf, wir sind da völlig unschuldig. Nein, das ist nun bei mir wieder anders. Ich mache immer Wahlkampf, weil Wahlkampf heißt doch der Versuch, andere Leute von seiner politischen Meinung zu überzeugen. Und diesen Versuch unternehme ich immer. Deshalb finde ich immer den Hinweis auf Veranstaltungen so schön, hier ist kein Wahlkampf. Dann sage ich, dann kann ich gehen, wenn ich hier keinen überzeugen darf oder nicht mal den Versuch starten darf. Gut, aber zurück zum Wahlkampf. Also wir stellen fest, eine große Resonanz nimmt zu. Es gab ja erst so ein Gefühl von Desinteresse. Es ist auch immer schwer, eine politische Stimmung zu erzeugen, wenn Union und SPD sich überhaupt nicht gegenüberstehen.
Wir dürfen ja nicht vergessen, die ganze sogenannte Langeweile des Wahlkampfes hat einen Grund. Das liegt daran, dass ja in den letzten Jahren Union und SPD alles gemeinsam gemacht haben. Und es ist doch nicht glaubwürdig, dass die sich plötzlich als Alternativen begreifen. Wovon denn? Und deshalb ist natürlich auch die Idee von ARD und ZDF, finde ich ja witzig, dass die ja zumindest formal als Kanzlerin geltende Frau Merkel und ihr Stellvertreter dann ein Regierungsselbstgespräch führen. Und da glauben sie dann wirklich massenhaft Zuschauerinnen und Zuschauer gewinnen zu können. Ich habe immer gesagt, sie müssten ja wenigstens einen kleinen Oppositionspolitiker, so einen wie mich, dazu nehmen, damit da ein bisschen, sagen wir mal, Stimmung in den Laden hineinkommt. Aber darauf werden sie dann verzichten müssen. Im Kern, und ich will das hier nochmal sagen, ist es so, gesellschaftspolitisch ist die Frage, ob die Union, die SPD, die Grünen oder die FDP ein paar Prozentpunkte gewinnen oder verlieren, irrelevant. Irrelevant. Ich bestreite nicht, dass es davon abhängen kann, welche Regierung gebildet wird, wer Ministerin und wer Minister wird. Aber gesellschaftspolitisch ist es irrelevant, weil sie nur zwei nennenswerte Differenzen haben. Das eine ist die Frage des flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohns, das andere ist die Frage der Atomenergie. Ansonsten sind sie sich völlig einig. Sie sind sich einig, dass die Bundeswehr Krieg führen muss in Afghanistan. Sie sind die Einzigen, die sagen, niemals kann man wirksam mittels Krieg Terrorismus bekämpfen. Ganz im Gegenteil, es entsteht neuer Terrorismus. Zweitens, sie sind sich völlig einig, dass man die Rente kürzen muss um 2 Jahre. Es gibt sehr wohl andere Vorstellungen darüber, dass nämlich alle, die Geld verdienen, einzahlen müssen in die gesetzliche Rentenversicherung, dass wir endlich die Beitragsbemessungsgrenze aufgeben und sagen, vom Pollenverdienst muss was eingezahlt werden. Die damit verbundene Rentensteigerung muss man abflachen. Wenn man diesen Weg geht, dann könnte eine Rente gezahlt werden, eine gesetzliche Rente gezahlt werden, die Armut im Alter verhindert. Aber alle anderen Fraktionen im Bundestag sind sich einig, nein, wir kürzen die Rente um 2 Jahre. SPD, Union, FDP, Grüne. Sie sind sich völlig einig, dass sie im Kern zur Agenda 2010 stehen. Sie alle sagen Ja zu Hartz IV und denken mal über die eine oder andere kleine Korrektur nach. Aber dieser ganze Akt einer völlig unzulässigen Gleichmacherei, einer Leistungsbestrafung und einer Demütigung soll ja im Kern erhalten bleiben. Sie sind sich auch einig. Und sie sind sich auch einig, den Spitzensteuersatz der Einkommensteuer zu senken. Das haben sie ja alle gemacht. SPD, Grüne, Union, FDP. So, und weil sie sich in diesen Kernfragen so einig sind, weil da so eine Konsenssoße entstanden ist, hat das zwei Folgen. Die eine Folge ist, sie werden dadurch keinen spannenden Wahlkampf erleben. Ja, wie denn? Was wollen die denn gegeneinander ernsthaft vortragen? Und das zweite ist, das Wahlergebnis der Linken ist die einzig entscheidende Frage am 27. September. Und zwar nicht, weil wir so top sind. Ich meine, das sind wir zwar, aber selbst wenn wir es nicht wären, nicht weil wir die absoluten Qualitätsanträge stellen, darauf kommt es gar nicht an, es geht um was ganz anderes. Die anderen reagieren nur auf unser Ergebnis. Das ist das Einzige, was die beeindruckt. Sie glauben doch nicht im Ernst, dass die SPD sich ändert, weil die Grünen einen Prozentpunkt mehr haben. Sie glauben doch nicht im Ernst, dass die FDP sich ändert, wenn die Union steigt oder verliert. Das interessiert die alles nicht. Aber wir stören, weil wir in dieser Konsenssoße nicht mit drin sind. Und deshalb reagieren sie nur auf unser Wahlergebnis. Also ganz theoretisch, nur eine Sekunde, manche mögen das bei Ihnen mit Hoffnung verbinden, ich überhaupt nicht und es wird auch nicht passieren. Nur mal ganz theoretisch angenommen, wir verlieren an Stimmen, sage ich Ihnen, wird dieses Land unsozialer. Es wird gröber, es wird auch brutaler. Und wovon ich ausgehe, wenn wir gewinnen an Stimmen, wenn wir unser Ziel 10+x% erreichen, dann werden die friedlicher und sie werden sozialer, weil sie auf uns reagieren. Und das begreifen zunehmend die Leute. Und das begreifen sie schon für Sonntag. Deshalb bin ich auch hinsichtlich der drei Landtagswahlen optimistisch. Zweiter Punkt. Wir müssen uns jetzt, glaube ich, intensiv mit Opel beschäftigen. Ich habe das Gefühl, dass Herr zu Guttenberg auf dieser Strecke völlig versagt hat. Er fing ja das Gerede von der Insolvenz an und das hat jetzt immer schlimmere Folgen. Jetzt wird spekuliert, was GM treibt, was sie vorhaben. Ich habe das erste Mal den ganz fatalen Eindruck, dass man das Ganze hinzieht bis zum 27. September und dann bereit ist, Opel in Insolvenz gehen zu lassen. Was natürlich eigentlich völlig indiskutabel ist. Nun muss man wissen, GM gehört ja mehrheitlich dem Staat, Vereinigte Staaten von Amerika. Und Frau Merkel behauptet ja immer, dass er so Top-Beziehungen zu dem Präsidenten Obama hätte.
Na, also jetzt frage ich mich, was macht sie eigentlich? Jetzt muss sie doch daraus, wie man so sagt, eine Chefsache machen. Also weg von Ackermann, weg von zu Gutenberg, hin zu ihr. Und dann muss sie mit Obama telefonieren und muss die Bedingungen klären. Und zwar nicht nach dem 27. Das müssen wir jetzt verlangen. Und ich verstehe auch den Betriebsrat, dass er jetzt ausgesprochen ungeduldig wird, weil das Gefühl entsteht, dass sie geleimt werden. Aber es ist nicht so, dass das nur Sache der USA ist. Daran hat die Bundesregierung ihren Anteil. Oskar Lafontaine hat es schon erwähnt, wir werden einen Brief an die Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten der anderen Parteien schreiben, und zwar zu dem, was er gesagt hat. Und da bin ich ja gespannt, ob sie darauf antworten und wie. Da geht es um eine Sozialstaatsgarantie. Alle sagen, sie werden die Steuern jetzt nicht erhöhen, nicht für die abhängig Beschäftigten, nicht für Rentnerinnen und Rentner etc. Dann sollen sie doch in einem Brief das bestätigen, dass das keine dieser Parteien machen wird. Sie können doch bestätigen, dass sie den Kündigungsschutz nicht angreifen werden. Also kurzum, Sie können doch sagen, Sie greifen keinen Sozialstandard an. Sie sollen ja nicht schreiben, dass Sie ihn erhöhen. Also Sie greifen wenigstens keinen einzigen an und Sie schränken keine Rechte von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern ein. Den Brief werden wir Ihnen schreiben. Und dann teilen wir natürlich auch mit, ob und wie Sie geantwortet haben. Aber Sie dürfen Sie dann auch fragen, ob und wie Sie geantwortet haben. Wir setzen uns weiterhin mit den Fragen der Leiharbeit auseinander, weil die ja als Erste entlassen werden, die Leiharbeiterinnen und Leiharbeiter. Wenn wir immer gegen Leiharbeit Stellung nehmen, heißt doch nichts, dass wir etwas gegen die Person hätten. Das verstehe ich nicht, warum auch aus den Medien so wenig Forderungen kommen, sage ich mal, wenigstens britisches oder französisches Recht einzuführen. In Großbritannien verdienen Leiharbeiterinnen und Leiharbeiter per Gesetz immer dasselbe wie die anderen. Nach 6 Wochen, na gut. Aber nach 6 Wochen verdienen sie dasselbe. Und in Frankreich kriegen sie noch einen Zuschlag von 10%. Noch einen Zuschlag. Und bei uns finden wir uns einfach damit ab, die verdienen eben nur 2/3 oder noch weniger, werden dann zur Hälfte zum Teil, werden dann wiederum benutzt, um die Belegschaften unter Druck zu setzen. Das ist überhaupt nicht hinnehmbar. Dann lassen Sie mich als Letztes noch etwas sagen zur Bildung. Also Bildung wird übrigens neben Rente zu einem Schwerpunktthema, nicht nur im Wahlkampf, sondern auch in den Jahren danach. Ich sage Ihnen, was hier auf der Strecke in Deutschland passiert, halte ich aus jeder Sicht, selbst aus konservativer Sicht, erst recht auch aus grüner und sozialdemokratischer Sicht, für völlig unverantwortlich. Und wir sind die Einzigen, die das so thematisieren. Warum? Union und SPD haben ernsthaft entschieden, dass die Schulsysteme reine Ländersache sind. Ich bitte Sie, das ist 19. Jahrhundert. Das hat mit dem 21. Jahrhundert nichts zu tun. Das bedeutet, dass wir 16 verschiedene Schulsysteme bekommen. Das bedeutet, dass Eltern mit schulpflichtigen Kindern, wenn sie wiederum wegen des immer geforderten flexiblen Arbeitsmarkts umziehen von Hessen nach Bayern oder von Bayern nach Thüringen oder von Thüringen nach Mecklenburg-Vorpommern und so weiter, jedes Mal sich völlig unverantwortlich verhalten müssen gegenüber ihren Kindern, weil sie in ein anderes Schulsystem kommen. Ich halte es für unverantwortlich, Kinder nach der 4. Klasse zu trennen. Das ist nichts anderes als soziale Ausgrenzung. Nichts anderes. Wir brauchen eine Gemeinschaftsschule. Und wer das nicht macht, versündigt sich an der nächsten Generation. Chancengleichheit, wenigstens bei Kindern, ist doch ein Minimum, das man fordern kann. Nicht mal die FDP kann den Kindern vorwerfen, dass sie schon Leistungsdefizite zu vertreten hätten. Wir organisieren die Leistungsdefizite bei ihnen. Mit allem drum und dran. Ich bitte Sie, gehen Sie, ich war in der Suppenküche. Ich habe bloß in die Augen der Kinder gesehen. Was da passiert in solchen Kindern, was wir da anrichten als eines der reichsten Länder der Erde, finde das wirklich unverantwortlich. Ich lasse die da auch nicht zufrieden. Also wirklich, das ist für mich ist das auch ein leidenschaftliches Thema. Und dann noch eins, dann bin ich auch fertig und dann können Sie Ihre Fragen stellen. Ich war ja bei Frau Maischberger, dann habe ich gesagt, dass wir den öffentlichen Dienst erweitern wollen. Dann haben die anderen immer von Bürokraten und Beamten und so einen Quatsch gesprochen. Ich bin leider nicht mehr dazu gekommen oder habe dann auch nicht daran gedacht, was zu erwidern. Verstehen Sie, es geht uns natürlich um was ganz anderes. Es geht uns um Lehrerinnen und Lehrer. Es geht uns um Krankenschwestern. Es geht uns um Pflegerinnen und Pfleger. Und wir haben, was ich ja auch gesagt habe schon in der Sendung, wir haben im Vergleich zu anderen Industrienationen den kleinsten öffentlichen Dienst berechnet auf die Bevölkerung. Aber wir haben viel zu wenig Lehrerinnen und Lehrer. Wir haben Klassenfrequenzen von über 30 Kindern etc. Und dann sagen die mir dort in der Sendung, sie wollen weiter abbauen. Das ist doch ein starkes Stück.
So, und zu dem, was Ihnen Oskar Lafontaine gesagt hat, zu Steuern und allem, streite ich heute Abend übrigens mit Herrn Steinbrück. Also wenn Sie gar nichts zu tun haben, können Sie sich gerne auch Frau Illner ansehen. Es ist ein bisschen meine Woche im Fernsehen. Danke. Wissen Sie das hier auch?